Zu meinen Hobbys würde ich sagen, zählen Motorradfahren. Also ich bin faszinierter Motorradfahrer, bin jetzt vor ein paar Tagen zurückgekommen von einer Tour durch die Provence. Also auf dem Motorrad wäre der Habit natürlich, unser Ordensgewand, ein bisschen störend und auch vor allem sehr gefährlich. Habe ich natürlich das Ordensgewand nicht an, ist klar, sondern ganz normale Motorradkluft. Ich habe es mir jetzt auch wieder bei meiner letzten Motorradfahrt gedacht. Das wird für mich wirklich auch dann, auch wenn es jetzt kitschig klingt, zum Gebet dann auf dem Motorrad, weil ich einfach so staune, wie wunderbar alles eigentlich auch ist auf der Welt, also von den Landschaften her und wie großartig und wie vielfältig und wie klein eigentlich wir oft selber sind in unseren Lebenswelten. Und also da weitet sich für mich immer total das Herz und da kommt automatisch irgendwie dieses Gebet oder dieses Gespräch eigentlich mit Gott eigentlich auch heraus. Im Reisen, also in dieser Horizonterweiterung.